Ein hohes Balltempo öffnet Lücken in der gegnerischen Abwehr und ermöglicht Torchancen. Dazu braucht es ein sicheres und genaues Passspiel. Eine seitliche Körperposition und leicht gebeugte Knie helfen, einen gezogenen Pass präzise zu spielen. Bei der Ballannahme wird der Ball möglichst vor dem Körper abgeholt und abgebremst. Bei der Ballabgabe wird der Ball möglichst lange begleitet. Beim geschlagenen Pass wird der Ball nicht erst angenommen, sondern direkt weitergespielt. Der Ball wird nahe beim Körper gespielt. Im Spiel werden auch Backhandpässe gespielt.